Superstar Patrick Kane und die USA. Aufwartung in Mannheim zum letzten Testländerspiel vor der WM in Košice für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft um Toni Söderholm. Sein Team nach den Finals zwischen Mannheim und München auf 8 Positionen verändert. Ein Team, das sehr viel Offensive zu bieten hat. Hinein in den ersten Abschnitt. Deutschland in den schwarzen Trikots. Matthias Plachter, dann Superstar Leon Dreiseitel, Markus Eisenschmidt und das 1:0 für das deutsche Team in der 11. Spielminute. Eisenschmidt leitet hier ein, dann viel Übersicht von Plachter und Leon Dreiseitel mit seinem Gespür fürs Spiel auf Eisenschmidt. Corey Schneider im Tor sieht nicht ganz so glücklich aus, aber 3. Länderspieltor für Markus Eisenschmidt im 11. Spiel. Aber auch das US-Team kann Offensive. Noah Hennefin kommt hier zweimal zum Schuss und gleicht in der 14. Spielminute für das US-Team aus. Deutsche Abwehr gibt dem US-Spieler hier sehr viel Platz. Er hat 2 Nachschüsse und dann ist der sehr gut haltende Matthias Niederberger im Tor ohne Chance. Nächste Chance für das US-Team. Jack Eichel an den Pfosten. Und dann aus dieser Situation heraus Deutschland mit Seider, mit Cahun. Und in der 16. Spielminute mit der erneuten Führung für das DEB-Team. Frank Mauer und dann Moritz Seider, Länderspiel-Debütant, Homeboy in Mannheim. Erstes Länderspiel, erste Torvorlage für Dominik Cahun. 2:1, das der Stand nach den ersten 20 Minuten. Ein sehr gutes Drittel der deutschen Mannschaft. Die deutsche Mannschaft ließ dann aber im zweiten Abschnitt sehr viel zu. Immer wieder kleine Fehler in der Defensive, die den US-Amerikanern solche Konter erlaubten. Patrick Kane scheitert an Matthias Niederberger. Dann vom Bulli weg, tolle Kombination. Jack Eichel legt auf und Clayton Keller verwandelt in der 28. Spielminute zum erneuten Ausgleich für die USA. Perfektes Setplay vom Bulli weg. Zur Hälfte des Spiels Torwartwechsel im deutschen Team abgesprochen. Niklas Treutle für Niederberger im Tor. Und auch der bekam gleich mächtig zu tun, denn das US-Team drückte ein ums andere Mal, spielte die deutsche Hintermannschaft fest. Treutle auch hier sehr stark. So ging es mit einem 2:2 zum letzten Mal in die Drittelpause. Der Schlussabschnitt. Das US-Team mit sehr viel Offensive, sehr viel Firepower und dem nötigen Glück. 45. Spielminute, Schuss von Alex de Brinkert, gehalten von Treutle, prallt dann an Holzer und von dort ins Tor. Sehr unglücklich für die deutsche Mannschaft, der 2:3 Rückstand. Das US-Team zauberte dann bisweilen. Jack Hughes, erst 17 Jahre alt. Was für eine Vorarbeit in der 51. Minute für James Van Riemsdyk. Und das US-Team dann mit 2 Toren vor. Über Fox und dann Jack Hughes, der nach U18 und U20 WM seine 3. Weltmeisterschaft in dieser Saison spielen wird. Ausnahmetalent der USA. Toni Söderholm nahm früh den Torhüter hinaus, versuchte alles noch einmal ranzukommen, aber die USA konterten über De Brinkert, über Johnny Goodrow und der in der 58. Minute mit dem Schuss aufs leere Tor und der Entscheidung zugunsten der USA. Alex De Brinkert mit seinem 3. Scorerpunkt in diesem Match. Es war auf jeden Fall wichtig, dass wir so ein Spiel hatten. Das öffnet uns auch ein bisschen die Augen jetzt. Ich denke mal, wir haben am Anfang gut mitgespielt, aber am Ende hat sich einfach die Klasse der Amerikaner gezeigt. Und wir haben auch einige, würde ich mal sagen, Leistungsfehler gemacht. Sie hatten dann viel zu viele Chancen, vor allem Alleingänge, und das darf nicht passieren. Das deutsche Team mit 2:5 geschlagen im letzten Testspiel vor der WM in Košice. Offensiv sehr stark der Eindruck von Toni Söderholms Team. In der Defensive muss bis WM-Beginn noch etwas gearbeitet werden.